Rennbahn auf und ab stolziert. Die Rennbahn sieht ziemlich eingefroren aus. Stolziert oder vielleicht er hüpft. Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall scheint er geradezu blödsinnig gut gelaunt zu sein. Das ist doch der Modus Operandi von Operandum. Der Modus Operandum von Okerson, oder? Ho, 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 ho. Du hast heute aber gute Laune, Son. Ist etwas Schönes passiert? Weihnachten? Es ist fast schon Weihnachten. Was? Noch einer, der wegen Weihnachten durchdreht? Was ist es an Weihnachten, das Taubenherzen mit solcher Ausgelassenheit befüllt? Menschenmassen überall in den Straßen, die kann man bescheißen. Gurr, gurr. An Weihnachten glitzert alles. Da freut sich Okusan. Gurr, gurr. Und alles duftet nach köstlichen Leckereien. Da freut sich Okusan sehr. Vor allen Dingen Pudding, nicht wahr? Westliche Bäckereien sehen zu dieser Jahreszeit so verlockend aus. Du verbringst doch so viel Zeit in Kaufhäusern, stimmt's, Sam? Hast du schon mal von der Weihnachtsbande gehört? Gurr. Von wem? Von Bösewichtern, die Okusans köstliche Leckereien stehlen wollen. Von Bösewichtern, die hübsche Weihnachtsbäume stehlen wollen. Gurr, gurr. Weihnachtsbäume? Ja, davon hat Okusan gehört. Gurr. Die Bäume im Kaufhaus für die High Society Möwe sind verschwunden. Das Kaufhaus für die High Society Möwe. Weißt du, wo das ist, Ryuta? Ja, ich hab da mal am Grabbeltisch gearbeitet. Nicht Grabbeltisch bei High Society. Das ist so mehrdeutig. Ich zeige dir den Weg. Flieg du schon mal vor, ich hole mir dabei einen Shuttlebus. Dann mal los zum Kaufhaus für die High Society Möwe. Fokus haben. Hier gibt es bestimmt keinen Grabbeltisch. Kaufhäuser kommen mir immer etwas unwirklich vor. Vielleicht auch ein bisschen dekadent. Fällt mir nicht leicht, hineinzugehen. Also mir kommen die ja eher Play, wie auch immer dieses Wort ausgesprochen wird, vor. Voll hässlich. Das ist schon okay, wirklich. Denk einfach nicht drüber nach. Dann ist es ganz leicht. Gut, wer in der Höhle wohnt, findet bestimmt Kaufhäuser super. Kann er etwa Gedanken lesen? Was viel wichtiger ist, wir müssen eine Verkaufskraft nach den Diebstählen fragen. Genau, stimmt. Verzeihung? Hallo, Verkaufskraft. Verkaufskraft, Verkaufskraft, Ryuta, Verkaufskraft, 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 Ryuta. Ja, kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, wo Sie sich befinden, junge Dame? Das ist das Kaufhaus für die High Society Möwe, richtig? Genau. Das Kaufhaus für die High Society Möwe. Sagen Sie es noch einmal. Das Kaufhaus für die High Society Möwe. Ah, Mist. Gut. Dieses Geschäft ist High Society. Von der High Society und für die High Society. Es ist kein Ort für irgendwelche hinterhergelaufenen Menschen. Bitte gehen Sie. Objection! Welch unverfrorener Speziesmus. Echt mal, geht mal gar nicht klar. Wenn ihr einer beschissenes Federvieh beschimpft, dann ich. Ich hoffe, Sie sind bereit, Ihre Worte herunterzuschlucken oder sie mit der Waffe zu verteidigen, Sie Schwachkopf. Ziehen Sie blank, Mann, oder ich schieße auf Sie. Wie einen Broiler. Ach nee, Moment mal, ich spieße sie auf wie einen Broiler. Oder sie mit der meine Güte Moped, das ist ja mal ein Badass-Spruch. Beruhig dich, Moped. Spezialisten gibt's überall, da musst du mit klarkommen. Nein! Wenn du hier einen Streit vom Zaun brichst, bringt uns das gar nichts. Bitte tu nicht. Bitte tu nicht, als wärst du Sun. Und was genau ist an Okusan, das ihn so viel mehr High Society macht, als ich es bin? Naja, er ist exzentrisch. Bitte, wir wollten nur etwas fragen.
Dann gehen wir auch sofort wieder. Ist die Weihnachtsbande tatsächlich eingebrochen? Sie sind nicht eingebrochen. Man hat sie nicht hereingelassen. Aber, wie Sie wissen, geht das Gebäude zur Straße hinaus. Die drei Weihnachtsbäume, die wir dort draußen aufgestellt hatten, wurden gestohlen. Weihnachtsbäume. Draußen. Ich mag es ja, Charaktere zu spielen, die nicht so ganz schnell sind. Genau wie beim Café Torimi. Ja, sieht aus, als hätten sie es in erster Linie auf leichte Ziele abgesehen. Die scheinen ziemlich gerissen zu sein. Sich das leichteste Ziel als erstes zu suchen. Raffiniert. Ich glaube, das könnte schwierig werden, Ryuta. Ich kann den Nervenkitzel der Jagd schon spüren. Mein Jäger! Und Sammlerblut kocht hoch. Genau zur rechten Zeit. Ich wusste, es war gut, dich mitzunehmen. Spürtaube Ryuta und Kommissarin Moped im Einsatz. Die gestohlenen Bäume waren nicht sehr wertvoll. Wir haben bereits neue bestellt. Meinen Sie, Sie könnten noch etwas warten, bevor Sie sie aufstellen? Die Diebe könnten ja wiederkommen und dann könnten wir und dann könnten wir und die Diebe und der Baum und Sie und Falle und Köder. Wohl wahr, es ist fast Weihnachten. Wann sollten wir sie aufstellen, wenn nicht jetzt? Ja, nach dem 26. sind Weihnachtsbäume sowieso nur noch Müll. Sie sind doch kein Müll. Man kann sie jedes Jahr wieder benutzen. Gab es irgendwelche Zeugen? Die Bäume standen im toten Winkel zwischen den Sicherheitskameras. Da haben wir leider nichts. Alle drei standen zufällig in den drei toten Winkeln der sechs Kameras. Das ist aber auch ein wirkliches Ärgernis. Zu beschäftigt damit, hochnäsig reinzublicken, statt mal durchs Fenster zu schauen, wie? Ich wünsche sie nie wiederzusehen, junge Dame. Ja, ist ja gut. Verkaufskraft. Das war ja mal ein Reinfall. So ziemlich das Einzige, was wir rausgefunden haben, ist, dass die Diebe es auf Schwachstellen draußen abgesehen haben. Vielleicht sollten wir gehen. Naja, der Möwenschnabel in meinem Hintern sagt ja. Meine antiautoritäre Erziehung sagt, wir genießen noch ein bisschen die Stille der gerade ausgesetzten Musik. Na gut, das geht jetzt auch zu weit. Das Kaufhaus verlassen, in der Möbelabteilung vorbeischauen, in der Bekleidungsabteilung vorbeischauen. Ja, was werden wir daraus herausfinden? Na gut, warum nicht? Gehen wir in die Möbelabteilung. Wow, was für ein Bett. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in mein Haus reinpassen würde. Dein Haus ist eine Höhle, die war relativ geräumig. In was für Palästen wohnt diese High Society überhaupt? In der Nähe gibt es Luftbefeuchter, Wärmflaschen und andere thermischen Schnickschnack. Ich muss zugeben, ein beliebiger Vogel auf einer Wärmeflasche kommt mir wie eine sehr niedliche Vorstellung vor. Winterware hat schon was. Vielleicht sollte ich mir etwas gönnen. Einmal gut gelebt ist ja nicht gleich dekadent. Ich mag dekadent. Oh. Was ist da gerade passiert? Sie hätten lecker locker bis Ladenschluss hier gelegen, wenn wir nicht gekommen wären. Oh ja, es ist so kalt gewesen in letzter Zeit. Ich hatte gedacht, vielleicht sollte ich mir ein neues Bett kaufen. Tatsächlich sehr frostig, wenn es dunkel ist. Passen Sie beide auf, dass Sie sich nicht erkälten. Ich glaube, ich habe gerade einen kompletten Dialog verpasst, der sich irgendwie
Herr Nanaki krabbelt aus dem Bett und watschelt auf einen Tisch, zu dem Wolldecken in verschiedener Größe liegen. Ich glaube, wir haben gerade irgendeinen Vogel entdeckt und der hat da gepennt, aber aus irgendeinem Grund hat das Spiel beschlossen, den zu skippen. Es könnte allerdings an irgendwelchen Sonderfunktionen meiner Maus liegen. Schieb es also erst einmal nicht aufs Spiel. Decken. Ich verwette meinen Casio Mini, dass er dort auch wieder wegschnarcht. Wette, Moped hat überhaupt gar keinen Casio Mini. Hier gibt es wirklich nichts weiter zu finden. Gehen wir woanders nachsehen. Aber wir mussten unbedingt nochmal zu der Verkaufskraft gehen, einfach nur, um mir auf den Sack zu gehen. Beziehungsweise das Federkleid. Na schön, wo gehen wir jetzt hin? Die Presse berichtet schon von den Diebstählen. Wenn wir herumfragen, finden wir bestimmt Augenzeugen. Klingt gut. Wenn ich dieses Geräusch noch einmal hören muss. Naja, man soll ja mit nichts drohen, was man nicht auch ausführen kann. Was? Als wir in Richtung Ausgang gehen, hören wir hinter uns mit monumentalem Scheppern Glassplittern. Ich drehe mich um und... Meine Güte, dieser Cliffhanger. Es wäre die perfekte Gelegenheit, eine Folge zu beenden. Aber da ich das eigentlich nur für eine Review mache, und ich eigentlich nicht wirklich damit rechne, dass ich das auch tatsächlich veröffentliche, wen interessiert's? Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Jingle bells, jingle bells, jingle all the bells. Oh, what fun it is to play in a one-not. Und so weiter. Was sind die denn? Sie sehen ein bisschen wie Tauben aus, aber nicht wirklich. Das stimmt, sie haben zum Beispiel keine Flügel, dafür Hände. Sind das... Vielleicht sind es ja... Tauben? Du bist so intelligent, Moped. Auf jeden Fall sind ein paar bizarre, weiße Kreaturen dabei, Weihnachtsbäume und Rentiere aus Glas zu zertrümmern. Oh, dieser Satz endete anders als gedacht. Was sind die? Sind das... Tauben? Ich bin mir nicht sicher. Du bist doch eine Taube, du wirst doch wohl eine Taube erkennen, wenn du eine Taube siehst, du Blödkopf. Nur was wie die habe ich noch nie gesehen. Die Wesen toben durch die Weihnachtsdeko, die wuschelige Abrissbirne, die Wesen toben durch die Weihnachtsdeko wie wuschelige Abrissbirnen und hinterlassen einen Haufen Scherben und entgangenen Umsatz. Das ist gemein von denen. Da, die weißen Kinder. Schnapp, oh weh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh. Ihr zwei. Wo sind denn eure Eltern? Die scheinen nicht viel Dialogoptionen zu haben. Auf jeden Fall muss ich euch festnehmen. In den Mitarbeiterraum. High Society gibt es schließlich Regeln. In der High Society. Frohe Weihnachten? The Security Guide, der Sicherheitswachmann, der das Weihnachtsfest gestohlen hat. Oh Gott, ich hoffe, es endet irgendwann. Wie zwei begossene Vögel trotten die Wesen hinter dem Sicherheitsmann her. Wer war das denn? Kaum zu glauben, dass Leute ihre Kinder einfach so rumrennen lassen. Die Gesichter der Eltern möchte ich gerne sehen, wenn sie die Rechnung kriegen. Tja, Weihnachten scheint alle Leute ganz hektisch zu machen. Ein bisschen wie Dämonen, die bei Vollmond Amok laufen. Moped hat interessante Vergleiche auf Lager. Oh, es hat aufgehört. Mir sind da nämlich auch gerade ein paar Dämonen durch den Kopf gerannt. Ryuta und ich fragen noch einige Zeit in der Stadt herum, aber niemand hat die